In diesem Beitrag zeige ich euch, wie man in meinem Blog-System und in meinem Blogger-System einen Beitrag erstellt. Und zwar haben wir hier oben diese, ein leeres Framework, jetzt in diesem Projekt heißt es codemap.de, und da zeige ich euch, wie man einen Beitrag macht. Diesen Frame habe ich schon komplett aufgesetzt und da habe ich bestimmte Bereiche festgelegt, die kann man als solches noch nicht frei definieren, aber sind einfach vorgegeben. Wenn ich jetzt hier was schreiben möchte, zum Beispiel für Android ein Thema, das ich hier gemacht habe, dann gehe ich auf diesen Android-Bereich, dann wechsle ich das Default auf ein E für Edit. Und wenn ich eingeloggt bin, wenn ich mich irgendwann mal in mein System angemeldet habe, dann sehe ich hier diese Eingabemaske und brauche jetzt nur noch hier meinen Text reintroppen. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Ich habe hier so ein Word. Und das Word speichere ich unter doc1htm. Ja. Wenn ich jetzt sage, also ich mache immer so nach dem gleichen Aufbauprinzip. Und die Ansicht bei Word, die schalte ich immer unter Ansicht, kann man das ins Web-Layout machen. So, dann lösche ich alles, sage, machen wir hier, ein Android-Beitrag. Wie erstelle ich Android? Was ich, so zum Beispiel, ja. Und dann mache ich von meinem Projekt, in dem ich mich befinde, machen wir mal, sei es drum, machen wir mal gerade unseren schönen Android auf. Dauert so lange, wie man sieht, doch. Dauert ein bisschen, und jetzt zeige ich euch, wir nehmen jetzt, wenn ich so einen Beitrag erstelle, dann sage ich, okay, das ist mein erster Beitrag in Android, Java, der Code ist in einem Table-Element. So, und wenn man das so gemacht hat, dann setzt man das hier so in so ein Table-Element, und wenn man das nachher reinzieht, dann bleibt, wird eigentlich alles, wird der ganze Code, alles wird richtig formatiert. Das hier übernehme ich immer so, dass man das quasi die erste Zeile macht man groß und fett. So. Und wenn wir jetzt im Android sind, hier zum Beispiel, dann nehme ich das so wie es ist und sage, hier nehme ich meine Public Function, die hier. Sag okay. Und das füge ich jetzt hier einfach mit STRG V ein, dann ist das drin. Und mache nur einen Screenshot und sage, das ist mein, das sage ich, die Druckentaste. Fahre meinen Frame hier dementsprechend runter. Na, sag okay. Ja, dieser Bereich. Fügt es in Word ein. Ein Android Studio Snapshot. Macht dieses entweder bei Format auf die Seite, auf der Breite 13 cm zum Beispiel oder 15. Ich habe mir auch so ein kleines Tool gebastelt, mit dem man das einfach auf 13 cm zum Beispiel einrastern kann. Und dann mache ich nochmal ein Pfeilchen drauf und sage, guck mal, hier ist mein Button-Event. So. Und mach nochmal ein, wenn ich das so zusammengestellt habe, mache ich nochmal Drucktaste, holen wir das nochmal rein. So. Zum Beispiel, ja. Sag okay. Dann das nochmal markieren. Markiere hier mit Word so auf der linken Seite. Nochmal einfügen. Wieder auf diese kleine Größe 13 setze. Also dann habe ich jetzt Code, Bild, Text, vielleicht noch einen Link dazu. Jetzt sage ich speichern als doc1.htm. Und wenn ich jetzt auf meinen Beitrag gehe, den ich hier in meinem Blog-System habe, ja, dann mache ich folgendes. Dann nehme ich das alles, sage STRG A, STRG C für All and Copy. Gehe hier rein, sage hier STRG V. Jetzt wird es eingefügt. 1 zu 1 drin. Dann nehme ich diese oberste Zeile, mache die in diese Titelzeile rein, sage ich mir
Das rechts obere Feld sind Schlüsselworte. Ich sage Android, Android, Java, Beitrag, Thema erstellen und so weiter. Ja, okay. Und jetzt habe ich eine Eigenschaft eingebaut. Jetzt könnte ich sagen speichern. Oder ich sage hier, ich möchte hier mit Android Studio einen neuen Ordner haben. Ich zeige euch das mal. Ich drücke jetzt öffne mal parallel die Codemap. Da sieht man, wenn ich hier drauf bin, kann man hier so Ordner erstellen, die automatisch da sein sollen. Wenn ich jetzt hier einen Ordner habe, also wenn ich jetzt hier sage, ich möchte hier Android Studio, Sache von Android Studio, Themen zu Android Studio. Wenn ich das so reingemacht habe und sage jetzt speichern, dann wird das 1:1 so übernommen, wie es ist. Und wenn ich jetzt hier weiter runter scrolle, wenn man das hier weiter runter scrollt, dann sieht man hier unter Bilder hochladen, Files hochladen und Videos hochladen. Ich kann also diese drei Sachen hochladen. Ich will jetzt aber das Bild haben, und zwar von diesem Doc 1, was ich gespeichert hatte. Dann nehme ich dieses Doc 1, und zwar gruppiert man dieses im großen Bereich, das gruppiert man nach Typ. Und das findet man, wenn man das nach Typ gruppiert hat, findet man einen JPEG-Bereich. Das sind diese kleinen Bildchen und PNG ist das große Bild. Und jetzt sage ich einfach, das müsste immer gleich viel sein. Ein kleines und ein großes. Und jetzt sage ich einfach, nimm mir dieses Bild oder 10 Bilder, wie auch immer. Immer in einem kleinen Format. Das heißt also, das sind dann, hat der gerade gesehen, das hat er schon hochgeladen. Das ist ganz, ganz kleine Dings, 10 Kilo breit. Und jetzt sage ich speichern. Jetzt mal auch darauf achten mit dem Android Studio. Jetzt sieht man das. Jetzt kann ich hier auf Ansicht gehen. So steht jetzt der Thema drin. In meinem Codemap steht es jetzt hier oben mit drin. Und unter Android sieht man jetzt auch schon, da ist der erste Unterordner. Jetzt könnte ich quasi sagen, wenn ich hier drauf gehe auf Android Studio, hier steht dann alle Themen drin, die hier zu reingehören. Jetzt kann ich entweder hier sagen, ich möchte hier ein neues Thema schreiben. Drop hier meine neue Sache rein, kann sogar neue Ordner im Unterordner erstellen. Oder ich gehe in ein Thema rein und sage hier, mache hier Edit draus. Und dann kann ich das Thema ändern und dann wird es auch gleichzeitig geändert. Also so einfach geht es hier, ein Thema zum Erstellen. Mehr muss man nicht machen. Und wenn man das gemacht hat, dann mache ich es meistens so, dass ich dieses hier nehme, Steuerung C, gehe auf meinen Google-Account, kann man machen, muss man nicht machen. Kann das hier quasi mit eindruppen, dann wird die Seite mit reingelegt, macht noch der Code dazu, so zum Beispiel, den liest dann auch mit rein. Hier anderes Ordnerle, öffentlich, Testbeitrag, Test, Blogbeitrag, und dann ist das auch gleich mit drin. Und wer das System nutzen möchte, der kann sich einfach da melden. Dann kann ich ihm auch so ein System aufsetzen.